Trostbrücken hat mich Frau Dr. Schlör gebeten, Ihnen aus Graz zu schicken. Das tue ich sehr herzlich und sehr gerne. Wir haben hier genauso beschlossen wie Sie auch in Hamburg, nur wir einige Tage vorher. Trostbrücken, dazu fällt mir ein, einer der wunderbarsten Bilder, die in diesem Hof in den letzten 20 Jahren passiert sind, als die finnische Künstlerin Maria Virkola über diesen Hof eine buchstäbliche Brücke gebaut hat. Ein Seil haben wir gespannt und auf diesem Seil waren Tiere zu sehen, die sind mühevoller Arbeit auf einem Kran hier oben befestigt hat und diese Tiere balancierten unter höchster Gefährdung, Spielzeugtiere, über diese höchstmögliche Höhe in diesem Hof hinein in dieses Fenster im zweiten Stock, wo sie dann quasi empfangen wurden von einem Heer von Engeln. Und diese Engeln hat sie gezeichnet als vierjähriges Mädchen. Diese Zeichnung der jungen Künstlerin Maria Virkola, die viermal auf der Biennale in Venedig teilgenommen hat, ist auch heute noch im Internet als Teppich verfügbar. Es ist so etwas wie ein Empfang im Medium der Vorstellung der Kindheit. Sie konnte die großen Gefährdungen, die sie damals schon als Künstlerin erlebt hat, lange bevor Lampedusa bei uns ein Begriff gewesen ist, sie hat gesagt, sie kann solche Bilder nicht fassen, dass 60 Millionen Menschen auf der Flucht sind oder 100.000 ihre Häuser verlassen müssen oder wie wir jetzt sagen würden, Millionen in den Häusern bleiben würden. Sie kann solche Bilder nicht fassen, deshalb ist sie auf die Sprache der Kindheit übergegangen und hat Spielzeugtiere hergenommen, um diese Fluchtsituation, diese Fragilitätssituation, diese Gefährdungssituation auf eine für uns alle sehr nachvollziehbare Weise zum Ausdruck zu bringen. Das sind in der Tat Trostbrücken, weil sie Vorstellungen, Imaginationen übersteigen, transzendieren, hin in unser eigenes Gedächtnis, als wir Kinder waren, hin in die Vorstellung zu dem, was vielleicht auch die Religion bieten kann, Transzendenz bieten kann, eine Sehnsucht, eine Offenheit für ein anderes Leben.